Also die Zutatenliste dient uns als sehr hilfreiche, gesunde und wertvolle Einkaufshilfe. Sie beschreibt eigentlich die Inhaltsstoffe, die ein Produkt beinhalten. Der Inhaltsstoff, der den gewichtsmäßig höchsten Anteil eines Produktes hat, steht an erster Stelle. An zweiter Stelle eben der Inhaltsstoff, der den zweitmäßigen Anteil ausmacht und so weiter. Okay, super. 0,1% Fett. Aber dafür haben wir uns Zutatenliste, um zu sehen, dass der nicht ganz so optimal ist. Wenn wir hier einfach einen fettreduzierten Joghurt nehmen mit 1,5%, kann man eben sehen, mit den 0,1% Fett, er hat 14,4 Gramm Kohlenhydrate. Und der mit 1,5% Fett hat 6,3 Gramm Kohlenhydrate. Aber der hat ja mehr Fett? Also ja, es ist dann besser, man kann weniger Kohlenhydrate. Genau. Okay. Weil der Kohlenhydratanteil wirkt sich immer auf den Insulinspiegel aus. Mhm. Und deshalb besser einen etwas höheren Fettanteil statt Kohlenhydratanteil. Wow, das wusste ich nicht. Die Faustregel lautet also, im Zweifelsfall lieber den höheren Fettgehalt in Kauf nehmen, dafür aber an den Kohlenhydraten sparen. Schau bitte immer auf die Zutatenliste, die hat sehr viele wichtige Informationen, wo du Produkte optimal miteinander vergleichen kannst. Okay. Du hast Glück, der hat relativ wenig Fett. Oh, naja, 3,0 ist ja nicht so wenig. Aber was wieder dramatisch ist, sind die Kohlenhydrate. Der hat auf 100 Gramm 17,2 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Auch für den sogenannten Fruchtjoghurt gilt also, lassen Sie lieber die Finger davon. Das beigefügte Obst enthält meist große Mengen Zucker, die Sie vermeiden sollten.